kleiner Schritt für ein Zappes, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Der erste jemals gezappte Gorsch. Herr Baron! Sie haben hier. Ich wüsste doch ja nicht, was da drin ist. Nachher schmeckt mir das ja nicht. Das schmeckt, das können Sie mir glauben. Trinket doch selber. Was? Weiß doch jeder, dass ein Zappes im Dienst nicht trinkt. Dann du, meine Gemahlin. Ich trinke erst, wenn das Frauenwahlrecht eingeführt wird, und das dauert noch 900 Jahre. Mindestens. Dann, Bermes. Wie, welch? Herr Baron Wünschen. Ich lade dich ein auf ein leckeres Kölsch. Hab gar keinen Durst. Der kommt beim Trinken. Los, das ist ein Befehl. Und wenn du nicht gehorchst... Dann komme ich in die Hölle. Noch schlimmer. Nach Düsseldorf. Mach hinne, Bommes. Ich habe noch Friseur. Ja. Oh, mir ist schwindelig. Bermes! Entschuldigung, ist hier ein Arzt anwesend? Der ist tot. Heißt Lukas Wilutzki. Hausautor und Ensemblemitglied hier am Theater. Der war schon tot, als ich auf die Bühne gekommen bin. Ja, sag mal, du hast schon noch irgendwie Fremdeinwirkungen festgestellt, ja? Ich hätte sonst echt was Besseres zu tun gehabt, aber echt. Seine Pupillen waren geweitet und das deutet stark auf eine Vergiftung hin. Mehr dann nach der Obduktion. Sag mal, seit wann interessierst du dich eigentlich für Kölner Volkstheater? Verstehst du überhaupt Kölsch? Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung. Philipp, hör auf. Philipp, hör auf jetzt damit. Das ist ja furchtbar. Hey, ich wurde eingeladen. Von der Kulturdezernentin. Guten Tag, ich bin Mia Köhler. Es ist eine ganz schreckliche Sache. Ich kann es noch gar nicht fassen. Schreckliche Sache, das ist eine Katastrophe. Sie sind jetzt der Herr... Tommy Meißle. Ich leite zusammen mit Herrn Wollrath das Theater hier. Er hat unsere Stücke geschrieben. Für Volkstheater gab es keinen besseren in Deutschland. Oh, ich muss jetzt gehen. Iris Matthus, ich spiele hier die weiblichen Hauptrollen. Ja. Und Sie sind? Kathi Wiese. Ja. Ich bin Souffleuse und Garderobiere. Mhm. Manchmal spiele ich die kleineren Rollen hier. Mhm, gut. Ist Ihnen beiden irgendwas an Herrn Wilutzki aufgefallen, bevor er zusammengebrochen ist? Er hat ziemlich geschwitzt. Also ich dachte, er ist halt auch einfach aufgeregt vor der Premiere. Dann ist er plötzlich vom Text abgewichen, da wusste ich, es stimmt was nicht. Lukas konnte seinen Text im Schlaf. Immerhin, er hat ihn ja auch geschrieben. Der hat alle unsere Stücke geschrieben.
Ist das normal? Seit 4 Jahren ist das der Deal. Er schreibt die Stücke und Peter Wollrath kümmert sich um die Finanzierung. Er hat sein Erbe in unser Theater gesteckt. Seitdem geht's aufwärts. Peter Wollrath? Mhm. Aha. Gibt es irgendwelche Angehörigen von Herrn Wilutzki, die wir verständigen können? Hat er Familie? Wir sind seine... Wir waren seine Familie. Ich meine das Ensemble. Nee, ich meine jetzt eine richtige... Also, hat er eine Frau oder eine Freundin? Ja, es gab da jemanden. Aha. Wissen Sie das oder glauben Sie das? Nee, sowas merkt man ja. Er hatte in letzter Zeit viel bessere Laune als sonst. Er war nach den Proben immer als erster weg, so Sachen halt. Haben Sie einen Namen für mich? Nein. Ja, und das Letzte, was er gesagt hat, mir ist schwindelig. Und da habe ich noch gedacht, das gehört zum Text, weil er jetzt also im Stück von dem ersten jemals gezapften Kölsch getrunken hat. Aber das Kölsch ist in Ordnung. Ich habe mir selber vor der Vorstellung noch 2 Stück... Hey, na, nicht anfassen da! Mensch, Kinder, passt doch mal ein bisschen auf da. Das ist hier ein Tatort und das muss alles kriminaltechnisch untersucht werden, ja? Sie haben nichts getrunken von dem Kölsch. Mein Kollege hält es mit den Kamelen, der trinkt nur Wasser. Das ist schön, dass Sie Ihren Humor nicht verloren haben, Herr... Meißle. Meißle. Was haben Sie beide denn vor der Vorstellung heute gemacht? Ich war schon etwas früher im Theater. Ich habe an der Kasse ausgeholfen, ausnahmsweise. Und Sie? Ich war hier. Ich habe mich um die Kostüme gekümmert. Was hat denn Herr Wilutzki so vor der Vorstellung gemacht? Keine Ahnung, er war wahrscheinlich zu Hause. Er hat sich vor der Premiere gerne zurückgezogen. Wissen Sie, ob er mit irgendjemandem Streit hatte? Wir sind ein Ensemble, wir sind Schauspieler. Natürlich gibt es mal die eine oder andere kreative Reibung. Mit dem Kölschbaron hätte mir den Theaterpreis geholt. 10 ausverkaufte Vorstellungen, allein die nächsten 2 Wochen. Haben Sie keine Zweitbesetzung? Da können wir uns nicht leisten. Außerdem so eine Zweitbesetzung, wo soll die herkommen? Gute Volksschauspieler sind selten. Lukas Wilutzki, da rechts außen. Keine Angehörigen und er lebte im Haus, welches er von seinen Eltern geerbt hatte. 21 Semester Germanistik ohne Abschluss. Hatte ein paar kleine Rollen beim Studententheater, auch mal fürs Fernsehen und hat schon während des Studiums angefangen, fürs Theater zu schreiben. Und seit 4 Jahren arbeitet er für Wollrath und Meißel? Die standen kurz vor der Pleite, bis dann Peter Wollrath, der Herr in Blau, 200.000 Euro aus einer Erbschaft reingesteckt hat. 200.000 Euro. So bekloppt muss man erstmal sein. Das war wohl der Preis dafür, dass er überhaupt mitspielen durfte. Zu sagen hatte er jedenfalls nicht viel. Was waren das eigentlich für Stücke, die Wilutzki geschrieben hat? Volkstheater mit emanzipatorischem Anspruch. Wie auch immer, auf jeden Fall waren sie sehr erfolgreich. Das Theater wurde seit Wilutzkis Einstieg 2-mal für den Kölner Theaterpreis nominiert. Ja, jetzt nach Wilutzkis Tod ist dort erstmal zappenduster. Okay. Du und Jonas, ihr seht euch im Haus des Toten um. Und wir, sag mal, wie lange braucht dann dieser Kraft noch für seine Obduktion? Der ist eben besonders gründlich. Was ist? Meine erste echte Leiche. Danke, das ist sehr lieb von dir. Wir können auch an die frische Luft, wenn du magst. Nein, ist schon gut. Woran ist er denn gestorben? Laufende Ermittlungen, du weißt schon. Aber Mord war es schon. Ja, ich darf es ja wirklich nicht sagen. Wie ist denn mit Herrn Krimi? Kommst du voran? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Aber für einen Kaffee mit mir? Ich melde mich, Philipp, danke. Oh, bestimmt das Herz. Bei dem vielen Kölsch, was der sich reingekippt hat. Ja, dann ja wohl eher die Leber. Und wenn's doch Mord war? Was guckst du uns denn da so an? Naja, Kathi und ich waren's jedenfalls nicht. Also, du hättest ja schon einen Grund gehabt, ne? So wie der dich immer runtergeputzt hat. Das hat er doch nicht so gemeint. War halt impulsiv. Impulsiv? Machen wir uns mal nichts vor, der war ein Arsch.
Du warst auch nur eifersüchtig auf ihn. Wegen der Fans, der Preise, der Interviews. Und du kriegst dem immer noch in den Arsch. Das musst du nicht mehr. Der ist tot. Sag mal, haben wir keine anderen Probleme? Müssen wir uns hier gegenseitig zerfleischen? Katja hat recht. Für sowas haben wir keine Zeit. Oh, der Platzhirsch hat gesprochen. Thema erledigt. Jetzt hör doch mal auf. Es geht hier um das Theater. Also Leute, hier. Wenn wir das Stück absetzen, dann sind wir da, wo wir vor 4 Jahren schon mal gestanden haben. Mich braucht er nicht so angucken. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Ich habe alles, was ich hatte, hier investiert. Und wenn wir das Stück umbauen? Wie? Bei dem Börmes, den kann doch auch eine Frau spielen. So quasi als Bammelchen. Finde ich gut. Ja, ich auch. Gute Idee. Lukas Wieluski hat circa 4 Stunden vor seinem Tod seine letzte Mahlzeit zu sich genommen. Blutwurst und Bärlauchsalat. Gut, das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber daran stirbt man doch nicht, oder? Nein. Auch nicht an den 4 Flaschen Kölsch, die er dazu getrunken hat. Das und mehr war er gewöhnt. Ein Trinker. Das hat mir seine Leber verraten. Beginnende Leberzirrhose und ausgeprägte Lipomastie. Was? Das sind Fettablagerungen im Brustbereich. Das ist typisch für männliche Biertrinker. Möchtest du uns nicht einfach sagen, woran er gestorben ist? Lukas Wieluski starb an einer Herzglykosidvergiftung, hervorgerufen durch den Verzehr mehrerer Blätter der Convallaria majalis, besser bekannt als Maiglöckchen. Wurde 2014 zur Giftpflanze des Jahres gewählt. Und warum sollte er Maiglöckchen essen? Weil man Maiglöckchen sehr leicht mit Bärlauch verwechseln kann, solange die noch nicht blühen. Guck mal an, von so hübschen kleinen Dingern kann man sterben. Ne? Naja, nur wenn der Körper schon geschwächt ist. Also so wie zum Beispiel bei unserem Opfer jetzt durch den Alkoholmissbrauch. Dann sorgt das Gift für Herzrhythmusstörungen, massiven Blutdruckabfall und die ganze Sache endet dann mit einem Herzstillstand. Okay. Du möchtest uns sagen, dass er wahrscheinlich vergiftet wurde oder dass er die Maiglöckchen versehentlich gegessen hat? Ja, genau. Entweder oder ja. Gut. Was läuft denn eigentlich mit dir, mit dieser Kulturdezernentin, ne? Jonas. Mia Köhler, wieso, was läuft da? Ja, komm, Philipp. Du gehst mit ihr ins Theater, du machst dich für sie schick. Ihr küsst euch zum Abschied. Entschuldigung, Küsschen zum Abschied, das macht man so. Ach echt, macht man das so? Wir beide, wir küssen uns nie zum Abschied, oder? Alles klar. Danke, Sophia. Wir sollen uns nach Maiglöckchen umsehen. So, braucht Sophia eine neue Tischdeko? Nein, damit wurde Wieluski getötet. Schmutz ist, da sind auch Spuren. Oh, alte Pfadfinderweisheit. Handbuch der kriminaltechnischen Untersuchungsmethoden, Vorwort, Zeile 3. Das sollte ein Scherz sein. Also die Spusi soll sich immer umsehen, die Manuskripte und das Notebook nehmen wir gleich mit. Glaubst du, daran finden wir ein Mordmotiv? Ja, kann auch sein, dass er irgendwen in einem seiner Stücke beleidigt hat und deswegen umgebracht wurde. Ist alles schon vorgekommen. Handbuch der Mordmotive, Kapitel 3, Zeile 7. Das sollte auch ein Witz sein. Ach, guck mal hier, typisch Kölsch, gebratene Blutwurst. Tja, für die einen ist es Himmel und Äd, für die anderen die Hölle. Naja, immerhin mit Salatbeilage. Bärlauch? Es gibt einen Teller und einmal Besteck, aber 2 Gläser. Und das hier scheint sogar noch unbenutzt zu sein. Das könnte bedeuten, dass Wieluski mit seinem Mörder am Tisch saß und dieser seelenruhig zugesehen hat, wie Wieluski den Giftsalat verspeiste. Boah, das wäre aber eiskalt. Spusi soll alles mal mitnehmen. Selbstversorger. Also der Bärlauch hier wurde erst vor kurzem abgeerntet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Wieluski Maiglöckchen und Bärlauch verwechselt hat. Der Mann hatte ganz offensichtlich einen grünen Daumen. Ich sehe hier auch nirgendwo Maiglöckchen. Also haben wir es mit Mord zu tun. Wir hören uns mal bei den Nachbarn um. Vielleicht haben die ja was bemerkt. Und ruf mal die Spusi an, die soll einen Pflanzenfachmann mitbringen. Ruf die doch selber an. Keine Bewegung.
Was wollen Sie? Wer sind Sie? Wir sind von der Kriminalpolizei. Jonas Fischer, die Kollegin Haas. Wer sind Sie? Mia Köhler. Halt! Was machen Sie denn im Haus von Herrn Wilutzki? Ich habe einen Schlüssel. Aber Sie wohnen nicht hier, also? Ich weiß, was mit Herrn Wilutzki passiert ist. Da wollte ich ein paar persönliche Sachen abholen. Können wir mal sehen? Darf ich? Nein, dürfen Sie nicht. Vielleicht entfernen Sie ja gerade Beweismittel von einem Tatort. Also. Da schau an. Ob ich mich mit Herrn Wilutzki privat getroffen habe, ja, das geht Sie überhaupt nichts an. Das sehen wir naturgemäß etwas anders. Kommen Sie bitte mit. Hallo, hier ist die Haas. Ja, ich brauche bitte hier draußen eine Spurensicherung. Und einen Pflanzenfachmann. 20.000 Euro Fördergelder für Lukas Wilutzki, von Ihnen bewilligt. Sein Antrag wurde eingehend geprüft. Herr Wiluzkis Konzept hat mich überzeugt. Eins verstehe ich nicht. Er schreibt die Stücke für das Theater, aber für Finanzen, Subventionen und Fördergelder ist er doch gar nicht zuständig. Ja, das stimmt. Er hat das Geld ja auch für ein eigenes Theater beantragt. Er hatte großes Potenzial. Für sein eigenes Theater hat er bereits Stücke geschrieben, die an einen Achternbusch oder Krötz in der Qualität heranreichen. Ich konnte ihm eine städtische Immobilie anbieten, die für seine Pläne wie geschaffen war. Welche Pläne hatten Sie denn mit Herrn Wilutzki? Machen Sie es nicht so spannend. Oder haben Sie generell die Hausschlüssel Ihrer Antragsteller immer bei sich? Ja, wir hatten ein Verhältnis. Seit wann? Sie wollen mir doch nicht unterstellen, dass ich mich bei meinen beruflichen Entscheidungen von persönlichen Gefühlen leiten lasse, oder? Seit wann? Seit 3-4 Monaten. Es war nur eine flüchtige Affäre. Wann haben Sie Wilutzki das letzte Mal gesehen? Im Theater, als er starb. Und Sie so getan haben, als ob Sie ihn kaum kannten. Was wissen Sie denn, wie es in mir ausschaut, hä? Und wann das letzte Mal vor dem Auftritt? Da müsste ich in meinen Terminkalender schauen. Wollen Sie es für dumm verkaufen? Sie werden doch wissen, wann Sie Ihren Geliebten das letzte Mal gesehen haben. Vorgestern, glaube ich. Ich bin ziemlich durch den Wind. Können Sie das nicht verstehen? Ich würde jetzt gerne gehen, wenn Sie keine weiteren Fragen haben. Eine Frage hätten wir danach. Wussten Wollrath und Meißel von Wilutzkis Plänen? Von mir jedenfalls nicht. Darf ich jetzt gehen? Ja. Ein eigenes Theater? Davon habe ich gar nichts gewusst. Sie haben wirklich keinen Verdacht geschöpft. Sie glauben also, ich hätte ganz genau Bescheid gewusst und hätte einfach seelenruhig zugeguckt? Vielleicht ist Wilutzki genau deswegen jetzt tot. Ich hätte den nicht umgebracht. Ich hätte den zum stellvertretenden Direktor gemacht. Da war der ganz wild drauf. Ein Theater mit 3 Direktoren und 4 Schauspielern. Davon hat Wilutzki bestimmt immer geträumt. Der wusste ganz genau, was er an mir hatte. Der konnte nur bei mir gut sein. Ohne mich war der doch gar nichts. War das nicht eher umgekehrt, Herr Meißle? Ohne Wilutzki als Hausautor hätten Sie das Theater dicht machen können. Bei mir ist schon was eingefallen. Ach ja, was denn? Vielleicht hätten wir das Konzept verändert. Weniger Volkstheater, mehr Klassiker. Faust geht immer. Mit Ihnen als Mephisto. Ja. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Sie haben Ihre gesamte Erbschaft investiert, um auf einer Bühne stehen zu dürfen. Und dann will Wilutzki nicht mehr mitspielen. Der hätte ratzfatz gemerkt, dass Theater führen harte Arbeit ist. Das ist nicht nur Geschichte erfinden, ein paar Szenen drumherum schreiben und fertig. Das ist harte Kalkulation. Das ist Klinkenputzen. Naja, aber gerade beim Klinkenputzen war Wilutzki Ihnen ja um Meilen voraus. Er hatte die Förderung bei Frau Köhler ja schon bekommen. Wo waren Sie eigentlich am Premierentag so gegen Mittag? Zu Hause. Und dann bin ich zum Getränkehandel, um das Fässchen für die Vorstellung am Abend zu besorgen. Ich habe im Theater nach dem Rechten gesehen, die Beleuchtung und das Bühnenbild überprüft und die Stuhlreihen zurechtgerückt. Es klingt ja, als wären Sie auch der Hausmeister. Ich brauche das gegen mein Lampenfieber. Da helfen einfache Arbeiten zur Ablenkung. Ich habe mit der Nachbarin gesprochen. Die Theaterleute seien bei Wilutzki ein- und ausgegangen. Und sie habe gestern gegen 11 jemanden aus dem Haus kommen sehen.
Gibt's eine Beschreibung? Nein, aber sie meint, es muss eine Frau gewesen sein. Ja, alt, jung, ein bisschen mehr muss er wohl gesehen haben. Die Nachbarin ist 89 und stark kurzsichtig. Okay, es könnte also auch Mia Köhler gewesen sein. Dann fahr noch mal hin und zeig dir ein Foto von ihr. Vielleicht kann sich die alte Dame dann an was erinnern. Gang, Kleidung, irgendetwas. Aber ich... Was hast denn du da? Ach so, hier, das ist das neue Stück von Wilutzki. Titel Klüngelüng. Handelt von der ersten Kölner Bürgermeisterin Hildegard Klüngel. Die hatte sich ja dem heiligen Korruptus verschrieben. Aha. Und was hat das mit unserem Fall zu tun? Hier hinten drauf ist die Besetzungsliste. Die Hauptrolle sollte erst Iris Mattus spielen. Und jetzt ist die ersetzt durch Kathi Wiese. Oh, das wird unserem Star Iris Mattus aber nicht gefallen haben, wenn er davon wusste. Hol ich sie doch gleich mal her. Nimm Sophia mit. Ja. Sophia! Das ist doch wohl klar, dass ich den Pommes spiele. Das war schließlich meine Idee. Das sehe ich jetzt echt nicht ein, dass Kathi hier die Hauptrolle kriegt und nicht wie wieder die Clotilde, die nur 10 Sätze zu sagen hat. Im Gegensatz zu dir war ich auf der Schauspielschule. Ich habe in Wien gespielt, ich habe in Paris gespielt. Ja, in irgendwelchen Kellertheatern. Ich finde, die Kathi hat halt auch mal eine Chance verdient. Na ja, klar, weil du sie vögelst. Es reicht jetzt. Die Kathi kann den Text in- und auswendig. Und wenn die Kathi die Rolle nicht spielt, dann machen wir den Laden hier dicht, ja? Und dann stehst du ab morgen auf der Straße. Du, der Lukas, der hat mir immer die Hauptrollen gegeben. Und wenn der Bömmes jetzt eine Frau ist, dann spiel ich das. Und sonst stehe ich eben morgen auf der Straße. Na gut, ihr aber auch. Klüngelüng? Das neue Stück von Lukas Wilutzki. Schon mal davon gehört? Wo haben Sie das her? Viel interessanter ist ja, was drinsteht. Wussten Sie, wer die weibliche Hauptrolle spielen soll? Selbstredend ich. Ja, fast. Aber in seiner letzten Fassung, da hat er sich umentschieden. Wissen Sie für wen? Für Frau Wiese. Hast du davon gewusst? Blödsinn, ich habe von dem Stück noch nie gehört. So, das klären wir jetzt auf dem Präsidium. Frau Mattus, möchten Sie uns vielleicht begleiten? Ich jetzt? Ja, Sie. Sie glauben doch jetzt nicht, dass ich den Lukas umgebracht habe. Na, wie oft hast du es dem Lukas dafür besorgt? Was? Schwein! Sag mal, bist du bescheuert oder was? Leck mich doch aller Marsch, ey! Na, ich bringe doch niemanden um, weil ich aus einem Stück gestrichen werde, was ich noch nicht einmal kenne. Also, ob Sie das Stück kannten, das können wir Ihnen jetzt glauben oder eben halt nicht. Naja, und es ging um eine Hauptrolle. Das ist doch sicher wichtig für Ihre Karriere, oder? Also machen Sie sich wegen meiner Karriere mal keine Gedanken. Ich habe genügend Angebote. Bisher musste ich immer ablehnen, um Tommy und den anderen die Treue zu halten. Frau Mattus, wir haben mit Ihrem Agenten gesprochen. Es gab sehr wohl Angebote für Sie, aber die sind alle schon eine ziemliche Weile her. Alle wollten Sie mich haben. München, Wien, Berlin. Aber dann auf einmal... Als wäre ich gestorben. Tja, und was ist da schiefgelaufen? In welcher Welt leben Sie denn? Ich bin älter geworden. Die männlichen Schauspieler, die werden im Alter reif und markant, aber wir Frauen? Wenn ich Glück habe, kriege ich im Kindertheater noch die Rolle der Hexe. Das ist ja total frustrierend. Aber ich habe Lukas nicht umgebracht. Ich bin wirklich zu Hause meinen Text durchgegangen. Gibt's dafür Zeugen? Nein, natürlich nicht. Moment, mein Handy. Ich habe mich gefilmt, um mich zu kontrollieren. Ist doch wunderbar, da können wir das überprüfen. Weil das Video wird ja sicherlich mit einem Zeitcode versehen sein, ne? Ich habe es ja gelöscht. Ich fand mich schrecklich. Das ist auch kein Problem, wir haben Leute, die stellen es wieder her. Ja, aber... Aber ich hatte nichts an. Ich meine, gar nichts. Dann kann ich mich besser analysieren. Also, Frau Mattus, Sie stehen hier unter Mordverdacht. Dieses Video könnte Sie entlasten. Also, bitte, ne?
Morgen. Morgen. Die zerhackten Pflanzenreste auf Teller und Salatschüssel konnte die KTU fast zur Hälfte als Maiglöckchen identifizieren. Und gab es Maiglöckchen im Garten? Nein, Spusi hat kein einziges gefunden. Da stellt sich die Frage, woher wusste der Täter, dass Wiluzki ausgerechnet an dem Tag Bärlauch essen würde? Naja, viele wussten, dass er Selbstversorger war. Und zurzeit ist ja Bärlauchsaison, da hätte man schon drauf kommen können. Morgen. Iris Matos ist übrigens raus. Die Jungs von der KTU haben das Video von ihrem Handy wiederhergestellt. Und laut Timecode hat sie von 11 bis 15 Uhr vor der Kamera probiert. Und war sie wirklich nackt? Ich war echt beeindruckt. Ah ja? Ist sie noch? Also hat sie noch... Die Frau hat echt was drauf. Und jetzt auch ein Alibi. Mia Köhler und dieser Lukas Wiluzki? Bist du ganz sicher? Wie hast du denn Mia Köhler eigentlich kennengelernt? Ja, Mia war mal bei mir im Vortrag in der VHS über skurrile Morde und danach hat sie mich total begeistert angesprochen und seitdem halten wir Kontakt. Schreibt ein Krimi. Skurrile Morde, so. Da ging es nicht zufällig um Maiglöckchen, vielleicht als tödliche Zutat in einem leckeren Bärlauchsalat. Entschuldigung, Mann, ich habe vielleicht über Pflanzengift im Allgemeinen gesprochen, ja? Und da ist vielleicht auch mal das Wort Maiglöckchen gefallen. Also ja, das Wort Maiglöckchen ist gefallen. Aber ich habe das erwähnt als Beispiel für tödliche Gefahren, die am Wegesrand lauern. Ja? Außerdem darf man Maiglöckchen ja nicht pflücken. Stehen nämlich unter Naturschutz. Ach so? Ja. Kann man denn wilde von gezüchteten Maiglöckchen unterscheiden? Ich bin nicht so ein Maiglöckchen-Experte, aber vermutlich, wenn die nicht vollständig verdaut sind, ja. Mit etwas Glück und viel Geduld könnte man rauskriegen, ob das gezüchtete oder wilde waren. Ja, aber das ist ja super. Dann hopp, an die Arbeit. Ich war noch mal bei Wiluzkis Nachbarin. Die hat zwar schlechte Augen, aber gute Ohren. Was haben die Ohren gehört? Dass die Frau, die vorgestern gegen 11 das Haus verlassen hat, mit einem Sportwagen und röhrendem Motor davon gefahren ist. Was wohl kaum auf unsere beiden Theaterratzen zutrifft. Ja, das stimmt. Dafür fährt aber Mia Köhler einen Morgen V8. Und der rührt. Ich wusste gar nicht, dass Philipp auf so Frauen steht. Was für Frauen denn? Kulturzicken mit dickem Auto. Frau Köhler, wir haben eine Zeugin, die bestätigt, dass Sie vorgestern gegen 11 Uhr Wiluskis Haus verlassen und mit aufbrausendem Motor davongefahren sind. Ja, das stimmt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Damit ich unter Mordverdacht gerate? Unter dem Sie jetzt wirklich stehen. Gratuliere. Frau Köhler, legen Sie Ihre Karten auf den Tisch. Es sieht nicht gut aus für Sie. Okay, ich habe die Nacht bei Lukas verbracht. Die hat Philipp ganz schön an der Nase rumgeführt. Naja. Ich glaube, Philipp hat sich ziemlich bereitwillig an der Nase herumführen lassen, ne? Vorgestern Morgen war er dann plötzlich so abweisend, so kalt. Ich dachte, es sei wegen der Premiere, dass er sich konzentrieren müsse und so. Dem war aber nicht so. Nein. Er hat also mit Ihnen Schluss gemacht. Von jetzt auf gleich. Einfach so. Ja, er hatte ja die Förderung für sein Theater. Da brauchte er mich ja nicht mehr. Sie haben nicht zufällig bei Ihrem letzten Besuch Maiglöckchen mitgebracht? Ich muss Sie das fragen. Natürlich nicht. Ich war verliebt in ihn. Iris! Ich weiß alles. Du weißt was? Du bist wirklich der größte Schauspieler von uns allen. Hm?
tust immer so harmlos, aber mir machst du nichts vor. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich will den Bömmers, in Zukunft alle weiblichen Hauptrollen. Ich will mehr Geld und Kathi verschwindet von diesem Theater. Du bist ja verrückt. Ich glaube, die Polizei sieht es ganz anders. Also denk mal über mein Angebot nach. Aber warte nicht zu lange. So, eine Durchsuchung von Mia Köhlers Wohnung. Für uns sparen. Sagt wer? Der gesunde Menschenverstand. Laut Philipps Bericht hat Wilutzki seinen Salat frühestens gegen Mittag gegessen. Und da war Mia Köhler schon lange abserviert. Und sie war tief verletzt. Sie hätte sofort agiert. Nicht noch erst Maiglöckchen besorgt. Viel zu umständlich. Wieso? Was hättest du denn gemacht? Messer in die Brust gerammt, Flasche über den Kopf gezogen. Totschlag im Affekt. Vielleicht hätte ich im Nachhinein noch Notwehr draus gemacht. So, und wer bleibt uns? Ja, also im Prinzip das ganze Ensemble minus Frau Mattus. Die hat ein Alibi. Warum gehen wir eigentlich immer davon aus, dass es nur einer war? Was, wenn es alle gemeinsam gemacht haben? Du meinst, einer hat Wilutzki abgelenkt, der andere die Maiglöckchen untergemischt. Und der dritte steht draußen Schmiere. Naja, also das Alibi von Wollrath und Meisle, das ist alles andere als wasserdicht. Und das von Kathi Wiese kennen wir noch gar nicht. Ich bin rausgefahren in die Warneheide, um nochmal in Ruhe das Stück durchzugehen. Die Warneheide ist ja sehr groß. Wo waren Sie denn genau? Oh, weiß nicht. Ich bin rumgegangen, stehen geblieben, hingesetzt, weitergegangen. Um 5 war ich wieder im Theater. Warum fragen Sie mich das schon wieder? Ja, ich war alleine im Theater und nein, mich hat niemand gesehen. Kathi und Tommy sind zwischen 4:30 und 5 dort eingetrudelt. Und wann ist Lukas Wilutzki eingetrudelt? Erst kurz vor der Vorstellung. Wir wollten eigentlich noch ein paar kritische Szenen durchproben, aber daraus wurde mal wieder nichts. Wir sind Schauspieler, da gibt's keine Stechuhr. Und der Lukas hat sowieso immer gemacht, was er wollte. Ja, ihr Getränkehändler hat uns auch bestätigt, dass sie in seinem Laden waren. Aber für die 2 Stunden davor, da fehlt ihnen noch ein ordentliches Alibi. Da war ich bei einer Massage. Wann und wo? Von 11 bis 1. 2 Stunden Massage. Ja, das war so eine Tantra-Massage. Hier, gucken Sie mal. Jennys Liebestempel. 200 Euro. Ja, war all inclusive. Soll ich weiter ins Detail gehen? Nee, oder? Nee, danke, danke. Das reicht. Wussten Sie, dass Lukas Wilutzki Bärlauch in seinem Garten gezüchtet hat? Ja, ja. Lukas hat mir manchmal Gemüse mitgebracht. Zucchini, Möhren, Kürbis. Auch Bärlauch? Ja, aber davon habe ich die Finger gelassen. Davon muss ich immer stundenlang aufstoßen. Wieso fragen Sie? Weil er mit Maiglöckchenblättern vergiftet wurde. Maiglöckchen? Das sind doch Liebesblumen. Die gehören in jeden Brautstrauß. Liebe und Tod in einer Blume vereint. Das ist ja wie im Theater. Ja, im Drama. Aber wir machen hier Komödie. Und da kriegen sie sich am Ende immer. Bei den in Wilutzkis Salatmischung gefundenen Maiglöckchenblättern handelt es sich um eine unveredelte Sorte. Aha. Und das heißt? Ja, das heißt, dass sie nicht im Treibhaus gezüchtet worden, sondern wild gewachsen sind. Wild? Ja, aber wo denn? Das brauche ich ein bisschen genauer. Ich bin jetzt nicht so ein Maiglöckchen-Experte. Man muss sich an Naturschutzverbände wenden. Die haben in der Regel Aufzeichnungen über die Standorte wildgeschützter Pflanzen. Okay. Ist noch was? Nein. Also weißt du, der Gedanke, dass ich mit meinem Vortrag vielleicht jemandem eine Anleitung zum Mord gegeben habe, der fühlt sich halt nicht gut an. Jetzt mach dir doch keinen Kopf. Kommt mal einmal ins Plaudern. Deine Freundin ist doch aus dem Rennen. Ja, ich weiß ja nicht, wer da noch gesessen und vielleicht sogar mitgeschrieben hat. Jetzt freu dich doch einfach, dass dir mal jemand zugehört hat. Die Tantra-Dame seines Vertrauens hat Meisles Aufenthalt bestätigt. Bleiben also noch Peter Wollrath und Kathi Wiese. Ja, aber die beiden halten zusammen wie Pech und Schwefel. Da kriegen wir nichts raus. Iris Mattus. Ja. Die Kollegen wollten sie zur Statistin degradieren. Und Rache ist süß. Dann hole ich die jetzt her. Nein. Das machst du, Mücke.
Ganz informell. Ohne Druck. Wissen Sie, wir glauben einfach nicht, dass wirklich niemand von Wilutzkis Theaterplänen wusste. Ja, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich glaube, dass Sie uns helfen können. Erwarten Sie von mir, dass ich meine Freunde verrate? Nein, natürlich nicht. Aber mal im Ernst. Ich meine, was sind denn das für Freunde? Der eine streicht sie einfach aus dem Stück und die anderen haben überhaupt kein Problem damit, dass sie von der Soufflöse ersetzt werden? Das ist immer noch meine Familie. Das ist alles, was ich habe. Sie glauben doch nicht, dass Sie hier einfach so weiterarbeiten können. Ich meine, einer Ihrer Kollegen ist ein Mörder. Mit sowas will man doch nicht zusammenarbeiten. Peter Wollrath wusste von Lukas' Plänen mit dem eigenen Theater. Seit wann? Vor 3 Tagen habe ich ein Gespräch hinter der Bühne zufälligerweise mit angehört. Zwischen wem? Zwischen Peter und Kathi, dieser untalentierten Schlampe. Da hat er ihr es gesagt und sie schwören lassen, dass sie es für sich behält, um die Premiere nicht zu gefährden. Lukas hat's mir erzählt. Vor ein paar Tagen. Nach 7 Bier. Er hat ihn also ins Gesicht gesagt, dass er das Theater verlassen und ein paar Straßen weiter ein eigenes aufmachen will. Das muss sie doch wahnsinnig wütend gemacht haben. Das Theater ist alles, was ich habe. Ich wollte schon immer Schauspieler werden. Nach dem Abitur auf die staatliche Schauspielschule. Meine Eltern. Naja, erst mit der Erbschaft. Erst mit der Erbschaft konnten sie sich diesen Traum erfüllen, ja. Und jetzt wollte mir Lukas das alles wegnehmen. Einfach so? Ist das ein Geständnis? Und wo hatten Sie die Maiglöckchen her? Was? Wo Sie die Maiglöckchen her hatten. Was spielt das denn da für eine Rolle? Ich hab doch gesagt, ich war's. Es ist nur der Vollständigkeit halber. Für die Akten. Nach einer Premiere bekommt jeder weibliche Darsteller traditionell einen Strauß Blumen. Die habe ich besorgt auf dem Markt. Und da gab's auch Maiglöckchen. Wollrath lügt. Auf dem Markt gibt es keine wildwachsenden Maiglöckchen. Er will also jemand schützen. Da ist die Auswahl nicht groß. Es gibt nur eine Person, die kein richtiges Alibi hat. Und das ist Frau Wiese. Aber hat die auch ein Motiv? Schließlich wollte Wilutzki sie in seinem neuen Stück als Hauptrolle besetzen. Und so jemanden bringt man doch nicht um. Was soll denn? Sie wusste nichts von ihrem Glück. Ich weiß, wo die Maiglöckchen gepflückt wurden. Vanessa hat eine Anfrage bei der unteren Landschaftsbehörde gemacht und die haben bestätigt, dass es eine Anzeige gegen Unbekannt gibt. Demnach hat vorgestern Morgen in der Warner Heide eine Frau unter Naturschutz stehende Maiglöckchen gepflückt. Und in der Warner Heide hat Kathi Wiese sich auf ihre Premiere vorbereitet. Wer hat denn die Anzeige gemacht? Ein Rentner mit seinem Hund. Ja, wie jetzt, der Rentner oder der Hund? Der Rentner hat nun mal sich und seinen Hund als Zeugen benannt. Der langen Rede kurzer Sinn, der Mann hat Kathi Wiese auf einem Foto identifiziert. Frau Wiese, das ist eine Anzeige wegen Pflückens von Pflanzen, die unter Naturschutz stehen. Außerdem haben wir einen Zeugen, der Sie eindeutig identifizieren kann. Warum haben Sie Wilutzki vergiftet? Ich wollte Lukas doch nicht umbringen. Ich wollte doch nur, dass es ihm ein bisschen schlecht geht. Ein bisschen schlecht? Er ist elendig auf der Bühne verreckt. Ja. Aber das war ja nicht mein Plan. Mein Plan war ja, dass er gar nicht erst im Theater auftaucht. Und zu Hause die Toilette, Sie wissen schon. Okay, und dann ist er doch im Theater erschienen. Ja. Er hat geschwitzt und geschwitzt und... Kurz darauf war er tot. Sie haben von Ihrem Freund erfahren, dass Wilutzki vorhat, ein eigenes Theater aufzumachen. Haben Sie das alles mit Ihrem Freund zusammengeplant? Nein.
Peter ist ein Mann, der viel zu schnell aufgibt. Der hat damit nichts zu tun. Wie haben Sie die Maiglöckchen in Bärlauch gemischt? Ich hatte die zufällig dabei, als ich Lukas besucht habe. Er hat dann wieder so über Peter hergezogen. Dann ist Lukas in den Keller gegangen, um neues Bier zu holen. Ich war so wütend und dann habe ich es einfach gemacht. Und damit den einzigen Förderer umgebracht, den Sie hatten. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass Lukas mich als Schauspielerin in seinem neuen Theater haben wollte. Und es wäre auch egal gewesen. Sie würden Ihren Freund nie im Stich lassen. Natürlich nicht. Unser Theater ist Peters Leben. Das hätte ich ihm niemals angetan. Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Philipp, was denn? Hör mal, du, ich wollte nur was sagen. Nimm dir das mit Mia Köhler nicht so zu Herzen, ja? Ich habe schon gemerkt, du hast dich da ein bisschen auf sie eingeschossen, hast ja angefangen, Hoffnung zu machen und die... Vielen Dank. Darf ich vorstellen, das ist Carola Moll, die macht ein einwöchiges Praktikum bei mir. Hey. Das ist Matti Wagner, der... Ja, Matti Wagner. Ready? Ja. So. Tschüss. Ach so. Der letzte schließt ab.